Wir besuchen heute Olaf Scholz und schauen uns mal den Tatort von gestern Abend an, ob der hier etwas zu sehen ist. Aber schaut euch mal diese katastrophale Wiese vor dem Reichstag an. Alles zerstört von dieser komischen EM-Bühne, diesem Stadion, was sie hier aufgebaut hatten. Es wird renaturiert. Natürlich wird sich Adidas an diesen Kosten beteiligen. Sagen sie zumindest. Ich bin gespannt, wann es denn soweit sein wird. Ich schau mal, wie weit wir ans Kanzleramt rankommen und was wir so pöbeln können vorne dran. Wir können bestimmt fordern, dass Olaf Scholz, der Völkerrechtsbrecher, einfach ins Gefängnis muss. Uns wird hier niemand daran hindern. Die Sicherheitsmaßnahmen, die öffentlich bekannt sind, darüber darf ich euch Informationen geben. Ich weiß allerdings auch relativ wenig, was nicht öffentlich bekannt ist. Es ist echt wenig. So, hier sieht schön aus hier, ne? Ungefähr genau vor 24 Stunden gab es hier in der Nähe eine Messerattacke. Gehen wir doch mal schauen, ob jetzt hier bei Olaf mehr Polizei steht. Ich würde sagen, nein. Herausgekommen bei gestern ist natürlich, 12 Personen waren bei dem Angriff beteiligt. Und natürlich jetzt die 4 Verletzten, alle afghanische Staatsbürger, mutmaßlich. Können wir ja mal schauen, hier ist nicht so viel los. Gehen wir mal an den Zaun. Alles videoüberwacht. Also von daher, ihr könnt hier fast tun und lassen, was ihr wollt. Hier steht nicht mal einer. So. Ich habe heute sogar es mir nicht nehmen lassen und habe nochmal angerufen bei der Polizei im Deutschen Bundestag, der jetzt da hinten hinter den Bäumen verschwunden ist, und habe mich nochmal erkundigt. Es gibt hier aktuell keine Messerverbotszone. Also es gibt hier nichts, was gilt, außer § 42a Waffengesetz, der die allgemeinen Messerregeln hier regelt. Da hinten steht ein Polizist, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Relativ einsam da hinten. Ansonsten ist hier draußen nicht weiter viel zu sehen. Ich dürfte jetzt hier auch mit einem Messer vorm Kanzleramt stehen. Die Frage wäre, wie lange ich hier stehen könnte, aber rein rechtlich gesehen, wenn die Klingenlänge passt nach § 42a, könnte man dann hier auch einfach mit einem Messer sich bei Olaf Scholz vors Kanzleramt stellen und sagen, Olaf Scholz, du bist der blödeste und inkompetenteste Kanzler, den wir je hatten. Ich würde mir wünschen, du würdest mir die Tür öffnen und wir könnten mal ein paar Minuten reden, wie lange du uns dieses Schauspiel hier noch antun möchtest. Aber ich könnte jetzt hier auch einfach wahrscheinlich über den Zaun springen. Weit komme ich nicht. Da drin ist jede Tür abgeschlossen. Wir gehen jetzt mal hier noch ein paar Schritte weiter. Da ist keine Polizei da, außer der eine Beamte. So kenne ich das hier. Die Schweizer Botschaft zeige ich euch auch mal. Die haben sich hier schön eingenistet. Hier gibt es auch regelmäßig leckere, leckere Abendessen, weil da drüben der Bundestag nicht weit ist. Und für alle, die das Rätsel jetzt mal aufgelöst haben wollen, der Deutsche Bundestag ist das Gremium, was tagt im Reichstagsgebäude, weil man immer wieder sagt, das ist der Bundestag. Naja, da drin tagt der Bundestag. So, wenn wir jetzt hier geradeaus den Weg hochschauen, da hinten ist die Gustav-Heinemann-Brücke, da war die Messerattacke. Und hier ist die Eingangspforte von Olaf Scholz. Hier ist das schwer gesicherte Eingangstor. Da fahren sie raus. Da hinten fahren sie rein. Man sieht nicht viel, deswegen kann man hier draußen auch vorbeilaufen und das filmen. Da wird wieder gebaut da drin. So, da unten sitzen sie an 100 Monitoren. Ansonsten sitzen da oben noch welche drin. So, und von da oben, wie ich es euch gesagt habe, ne, sie haben den Busch vorne dran, sie sehen das nicht. Sie sehen von der Pforte quasi nicht, wo die Messerattacke war. So, für alle, die es noch nicht glauben wollen, hier natürlich Bundeskanzleramt. Schauen wir mal. So, da drüben war das Ganze. Jetzt 20.20 Uhr, das war gestern 20.40 Uhr. Ihr seht, das war wirklich taghell. Wirklich einfach noch taghell. Und da vorne ist es ungefähr gewesen. Hubschrauber wurde zwar angefordert, ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Also die Verletzten wurden alle mit dem Rettungswagen abtransportiert, weil welche die Frage gestellt hatten, wie das denn mit der Charité war. Und wie gesagt, mutmaßlich afghanische Täter. Schöner Sonnenuntergang heute. Hier ist nochmal Olaf. Er scheint wohl gerade nicht da zu sein. Es stehen kaum Autos drin im Hof. Ich würde sagen, er ist unterwegs. Vermutlich in seinen paar freien Tagen, die er hat. Urlaub steht ihm nicht zu als Kanzler, genauso den Ministern.
Die haben keinen Anspruch auf Urlaub von ihrem Amt. Weil sie immer sagen, ja, wir fahren nur ein paar Tage weg. Eigentlich habt ihr 0 Tage Urlaub pro Jahr. Nur so für die Klarheit. Wir können jetzt hier noch den kleinen Rundgang vollenden. Also hier ist nochmal die Schweizer Botschaft. Und nebendran das Kanzleramt. So, es stehen wirklich so gut wie keine Autos drin. 2 sehe ich. Also normalerweise stehen da 40, 50 Autos tagsüber. Man nennt es auch die Waschmaschine zum Beispiel. Und jetzt ist es hier fußläufig nicht weit rüber zum Paul-Löbe-Haus. Das ist das erste von mehreren Gebäuden vom Deutschen Bundestag. Und wie ihr seht hier, keine Polizei, nada niente. Da stehen 2, 3 im Hof vom Kanzleramt. Oh, jetzt geht das große Tor auf. Können wir der einsame Fahrradfahrer raus, macht Feierabend. Und schon geht die Panzersperre wieder hoch. Wobei Panzer hält das Ding nicht aus, aber ein Lieferwagen sollte es dennoch gut aushalten können. Und hier ist es nada, Polizei, niente. Jetzt wisst ihr auch, warum Klimakleber, wenn sie kommen, hier dann immer so leichtes Spiel haben. Wobei, haben sie das Kanzleramt schon mit Farbe beschmiert? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da haben sie noch nichts dran geschmiert. Also in den Gebäuden hier sitzt überall Polizei, aber das ist dann auch Polizei des Deutschen Bundestages. Es sitzt hier keine Polizei, keine Berliner Landespolizei. Die nächste ist am Reichstagsgebäude. Hier ist nirgendwo nada niente Polizei. Und das sollten Sie sich mal überlegen hier in Berlin-Mitte. Vom Hauptbahnhof bis zum Reichstag keine Polizeipräsenz, kein Streifenwagen, keine Kollegen hier. Das ist wirklich übel, Leute, sage ich euch. Kein Wunder, dass Sie hier dann leichtes Spiel hatten, auch an der Gustav-Heinemann-Brücke hinter uns. Das ist der Weg, der dann hierher läuft. Viele werden es kennen, viele werden es nicht kennen. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das hier nochmal. Unter uns befindet sich der U-Bahnhof Bundestagsplatz, erreichbar über die U5. Gar keine Polizei, Leute. Ja, sie fühlen sich sicher, ne? Denken, es ist Sommerpause, hier passiert nichts. Die moderne Architektur. Ich finde sowas grottenhässlich. Ich mir nebendran das alte Gebäude anschaue. Wunderschön. Auch jetzt hinter uns nochmal am Abend. Es gibt übrigens eine Rückmeldung bezüglich der Presseakkreditierung für den Deutschen Bundestag. Ich brauche den richtigen Presseausweis. Ja, sie haben gesagt den richtigen, obwohl es nicht den richtigen gibt. Aber sie wollen den offiziellen von mir haben, dann wäre das alles kein Problem. Ohne würde die Präsidentin des Deutschen Bundestages dann von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, Teilzeitjournalisten quasi auszuschließen und alle, die das nicht den Anforderungen entsprechend machen. Aber da schauen wir mal. Sie sagten, es kommt nicht auf die Qualität der Beiträge an, sondern ich muss nur Mitglied im richtigen Verein sein. Das ist wirklich witzig. Schauen wir mal, ob wir die Kriterien dafür erfüllen können. Wir sind jetzt hier weiter an der Chaosbaustelle. Sie bauen hier ja wirklich. Deswegen ist hier auch die Wiese, sie wird renaturiert. Aber es wird jetzt erst noch mal weiter aufgerissen hier. Das sind Teile für diesen Graben, den sie hier bauen. Aber auch Vorbereitungsarbeiten. Hier werden weitere U-Bahn-Tunnel durchgegraben. Jetzt auch hier nochmal keine Polizei. Da gibt es die Eingänge und die Bundestagspolizei ist auch nicht in dem Gebäude. Die sitzt in einem anderen Gebäude. Hier ist einfach niemand, nada niente. Auf der Rückseite vom Reichstagsgebäude müsste 1 oder 2 Beamte stehen in einem Auto. Aber auch keine Garantie, dass die heute da sind. Ah, da vorne sehen wir welche. Seht ihr die? Hinterm Zaun laufen welche. Klar, abgesperrter Bereich. Das ist die Vorderseite vom Reichstag. Da, wo die Besucher reingehen, da selbstverständlich ist Polizei unterwegs. Naja, ihr habt gesehen, viel ist hier nicht los.
Ah, was ein schönes Bild heute mit der Sonne. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Diese Deutschlandfahne da vorne, die zählt offiziell als Denkmal. Die bleibt doch immer oben. Die wird auch nicht auf Halbmast gesetzt, weil sie als Denkmal gilt. Ansonsten wird der Bundestag beflaggt, wie es gerade passt. Die Regenbogenflagge war am Samstag zum CSD auch oben drauf. Und hier wird etwas schon umgebaut. Hier geht es auch um erhaltene Maßnahmen. Also das hier vorne hat nichts mit dem Graben zu tun. Da geht es darum, Feuchtigkeitsabdichtung am Keller zu machen. Und vorne an der Spree kommen jetzt mehr Leute. So, also ich habe Zutritt zu diesem Gebäude. Ich darf allerdings da drin Foto- und Videoaufnahmen machen, nur zum privaten Gebrauch, nicht zu gewerblichen Zwecken. Das haben Sie sich ja schön ausgedacht. Schauen wir mal, wie wir das Ganze auflösen am Ende. Jetzt kommen wir hier zur Spree langsam. Da drüben ist dann das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Wie gesagt, unterirdisch verbunden. Die Lichtinstallation hier zeige ich euch demnächst, wann anders. Da ist übrigens dieser Eingang. Hier ist diese berühmte Szene entstanden, wo nach der Wiederwahl von Merkel einer ihrer, also den einen, den sie mal verhaftet hatten, das war da hinten an dieser Mauer, wo hier jemand ihr zu nahe gekommen ist, als sie hier in ihre gepanzerte Limousine einsteigen wollte. Ein Bereich, wo jeder hin kann, anstatt dass man ums Gebäude rumfährt, wo im Sitzungsbetrieb immer abgesperrte Gebäude sind. Wir haben was gefunden, Leute. Die tanzen da oben. Die Thalerhohen Nachwuchsschule, glaube ich. Aber bin mir nicht ganz sicher. Ist ein bisschen weit weg. Da oben werden die Interviews gedreht, normalerweise vom Sommerinterview. Aber oh, hier ist der ganze Zaun weg wegen der Sommerpause. Das ist schön. Die können mit dem Auto bis vor die Tür fahren. Machen sie aber ganz selten. Meistens fahren sie unten vor die Treppe. Um euch mal zu zeigen, wo man hier reinkommt. Wenn man die richtige Joker-Karte dabei hat, ne? Wenn man halt hier einen Ausweis hat, dass man da rein darf, dann könnte man jetzt hier reingehen. Wobei ich gar kein Interesse habe, jetzt da reinzugehen, weil ich nicht filmen darf. Da wird sogar gerade umgebaut. Aber dann geht hier die Tür auf und dann geht man durch diese Drehtür und dann kommt da hinten die Ausweiskontrollstelle und dann ist man drin, relativ einfach. Und ihr seht, man kann hier überall drum herum laufen. Hier ist jetzt auch die Baustelle fertig. Hier war lange Zeit eine Baustelle. Das ist das Jakob-Kaiser-Haus, der Nordteil, der Südteil. Da oben, das ist das berühmte Zimmer, wo es diesen wunderschönen Blick auf den Reichstag gibt, wo auch viele Videos gedreht werden, viele Veranstaltungen stattfinden. Hier ist so ein kleines Polizeihäuschen. Und da vorne haben sie jetzt neue Poller hingesetzt. Ansonsten ist genau hier die Berliner Mauer durchgelaufen. Das ist sie hier. Stehen genau auf der alten Mauerlinie. Das haben sie hier, das haben sie auch unterirdisch. Hier gibt es einen Verbindungsgang, der geht unten drunter durch. Da haben sie auch die Mauer eingezeichnet, wo sie war. Ansonsten gibt es noch das Gebäude da oben. Das ist da, die Parlamentarische Gesellschaft. Der Club der Abgeordneten, sage ich immer, darf man nur rein, wenn man Mitglied ist. Kann man was essen für teuer Geld. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, wie hoch hier die Sicherheitsmaßnahmen sind, trotz eines Messervorfalls gestern. Quasi keine vorhanden. Und hier könnt ihr spazieren gehen, wie ihr wollt.
Es gibt aber keine Polizei, wenn was passiert. Da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen. Ist jetzt noch hell. Hier fängt gleich eine Lichtershow an. Das zeige ich euch wann anders. Ist wirklich sehenswert. Gibt es noch bis Mitte, Ende September. Abonniert den Kanal. Wenn ihr mehr von diesen Bildern wollt, helft mir dabei, dass ich den richtigen Presseausweis kriege. Dafür muss ich hauptberuflich hier von meiner Berichterstattung leben können, damit ich denen das nachweisen kann. Also abonniere den Kanal, dass wir bald 100.000 haben. Damit haben wir mehr Reichweite, als fast alle Zeitungen inzwischen Auflage haben in diesem Land. Wenn sie uns dann immer noch keinen Presseausweis geben wollen, dann können wir unsere Berichterstattung auch einfach hier vor der Tür machen. Hier ist es erlaubt. Hier kann ich jederzeit filmen, was ich möchte, wen ich möchte. Und so weiter und so fort. Ansonsten sage ich, abonniere den Kanal, bleib dran, dann gibt es mehr solcher spannender Videos. Vielleicht auch bald from inside the Bundestag, wenn es die Bundestagsverwaltung doch noch möglich macht. Schreibt mal dem Abgeordneten eures Vertrauens, wie die das sehen. Jetzt geht es hier schon wieder los mit Blaulicht. Ich sage ciao, bis bald.